So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir machen heute eine kleine Aufzählung von Möglichkeiten, wie ihr oder jemand, den ihr kennt, oder ja, jemand, ja, diese beiden Personengruppen im Wesentlichen, weil ich mache ja schon, also für mich betrifft es das nicht mehr so ganz. Wie können wir eventuell auch, also so wie theoretisch ich, ein paar Waldführungen anbieten, wie kann man auch eben zum Wald was erzählen, also quasi so mehr oder weniger das auch machen, was ich so mache, welche Wege gibt es da hinzukommen, und das ist tatsächlich eine recht häufig gestellte Frage, die vor allen Dingen von Leuten kommt, die einfach wirklich wahnsinnig Spaß dran haben, was ich sehr gut verstehen kann, ein bisschen was zur Natur zu erklären und gerne Wissen weitergeben möchten, gerne mit Leuten unterwegs sind, denen sie was erzählen können, die das dann auch interessiert. Das ist ja das nächste Ding. Ich höre häufig von Leuten, die dann gerne mal viel von meinem Zeug geguckt haben und dann ihre Familie damit auf den Keks gehen, dass sie jetzt ein bisschen was zum Wald wissen und das jetzt auch möglicherweise gerne auch den Kindern dann einbläuen wollen. Und klappt manchmal, klappt nicht unbedingt immer. Und bei mir war es ja tatsächlich auch so, dass ich schon immer das Bedürfnis hatte, den ganzen Kram, den ich jetzt zum Wald erzählt habe, gelernt habe, irgendjemandem zu erzählen. Aber Freunde, Freundinnen und Ähnliches hatten da relativ schnell immer die Schnauze voll, und daher musste ich dann eben improvisieren und habe es dann der Kamera entsprechend, also euch, erzählt. Ne? Also wer da ein intrinsisches Bedürfnis danach hat, das auch zu tun. Wie gesagt, das sind ein paar. Ich kriege die Frage immer mal wieder, für den ist jetzt dieses Video gedacht. Die Frage gibt es in zwei Kategorien sozusagen. Die einen wollen einfach nur wissen, wie das geht, weil sie gerne würden. Und die anderen, die haben eine, sagen wir mal, gewisse Verzweiflung. Das meine ich jetzt wirklich nicht böse. Ja? Ich kann es auch absolut nachvollziehen. Aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr verständlich. Ist auch, ja, nachvollziehbar, wirklich. Die eine gewisse Sehnsucht danach haben, doch irgendwas, wenigstens ein paar Euro und irgendwie ein bisschen mehr als ein Hobby mit der Natur zu tun zu haben. Ja, das sind dann meistens irgendwelche Schreibtischtäter, ganz häufig irgendwelche Informatiker im weiteren Sinne. Ja, also irgendwie, wer am Computer viel zu tun hat, Mediendesign, weiß ich, was da alles gibt. Ich kenne mich da ja nicht aus. Ne? Das sind alles ja hoch ehrwürdige Berufe, gar keine Frage. Aber da aus diesem Sektor kommt oft jemand, der da wirklich ein tiefgehendes Bedürfnis hat und das wirklich sehr, sehr gerne sowas machen würde, in die Richtung, einfach als Ausgleich zu seinem Job, den er jetzt zwar hat, der ihm aber nicht zwingend unbedingt immer super, super, super gut gefällt, und wo dann beim einen oder anderen, das ist auch wirklich schon mehrfach vorgekommen, wenn sich jetzt jemand persönlich angesprochen fühlt, weil er mir mal eine Mail geschrieben hat, bitte nicht persönlich angesprochen fühlen, weil es sind wirklich einige, die genau das gleiche Problem mit euch teilen. Ja? Und das möchte ich gerne weiterhelfen, sofern ich das vermag. Und das tue ich jetzt heute mal eben entsprechend in Videoform. So, damit entschuldige ich mich für das Vorgeplänkel. Das war mir jetzt aber doch nochmal wichtig. Und jetzt werden wir auch gleich konkret, nachdem ich einen Schluck getrunken habe. So, ich habe 5 plus minus ernst gemeinte, also zumindest mögliche, hoffen wir es, dass das geht, potenziell mögliche Wege, um im Wald draußen was zum Wald mit Leuten erklären zu können. Also nennen wir es jetzt einfach mal Waldführer. Ja? Waldführer werden, so nennen wir es jetzt. Also 5 potenziell halbwegs funktionsfähige Möglichkeiten. Es gibt noch einen 6. Weg, den möchte ich gleich vorne wegnehmen. Er heißt der Weg des Ben. Also wenn ihr ganz lange studieren wollt, dann noch lange einen YouTube-Kanal betreibt, in dem ihr Wald erklärt, dann gehen irgendwann mal auch Leute mit euch raus und hören sich das live an. Ja, das war der Weg des Ben. Ist, denke ich, für die allermeisten nicht unbedingt allzu praktikabel. Deswegen Methode 6 mehr so als Jux gedacht. Die anderen 5 sind erstens mal der Ranger. Tatsächlich ist der Ranger mehr so der umgangssprachliche Begriff für den
für den geprüften Natur- und Landschaftspfleger. Das ist ein staatlich anerkannter Beruf letztendlich. Es ist eine Zusatzausbildung, die normalerweise ein Jahr in Teilzeit dauert, die man auf einen anderen grünen Beruf noch draufsetzen kann. Das heißt, man muss schon eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem grünen Bereich aufweisen oder irgendeine andere Qualifikation, da wird es dann spannend, die einen zumindest mal berechtigt, an der Prüfung zum Natur- und Landschaftspfleger entsprechend teilzunehmen. Ja, wenn man die dann besteht, dann kann man sich auch entsprechend Ranger schimpfen, wenn man das so möchte. Ne? Gut, die zweite Variante, das ist die Ausbildung von Wohllebenswaldakademie. Wer mich kennt, weiß, dass ich davon wahrscheinlich nicht viel halte. Und davon halte ich auch tatsächlich nicht viel. Ist aber eine Möglichkeit, wo man was lernen kann, mit dem man dann Waldführungen geben kann. Aha, so viel gibt es da gar nicht. Also ich habe jedenfalls nicht mehr gefunden als meine 5, die jetzt kommen. Wenn ihr selber noch was kennt, dann schreibt es bitte gerne in die Kommentare, bitte auch gerne mit Link. Ich gucke mir das super gerne an und bin dafür jede Hilfe dankbar. Und auch sicherlich die Leute, die es interessiert, werden sich das auch sehr gerne angucken. Heißt in jedem Fall einmal in die Kommentare schauen, wen es interessiert. Und mal gucken, ob da noch jemand was Schönes ergänzt hat. So, dann bin ich erst neulich aufmerksam gemacht worden auf das Regio-Ranger-Programm. Das ist noch ein bisschen im Aufbau. Da geht es im Grunde darum, dass man die Qualifikation zur Ranger-Prüfung da erlernen soll, um dann zur Ranger-Prüfung zugelassen zu werden, um ohne den entsprechenden Ausbildungsberuf auch Ranger werden zu können. Und es gibt noch ein paar andere Vorteile theoretischer Art. Kommen wir gleich zu. So, viertens, der geprüfte Natur- und Landschaftsführer, das ist wiederum was staatlich anerkannt wird. Das ist jemand, der Führungen in Natur und Landschaft einer spezifischen Region macht. Es gibt da beispielsweise die Schwarzwald-Guides. Die sind halt für den Schwarzwald zuständig. Woanders ist ihre Ausbildung, die haben schon gelernt, wie man eine Führung macht, ja. Aber woanders fehlt ihnen dann das nötige Hintergrundwissen, weil zum Beispiel die Schwarzwald-Guide-Ausbildung auch viel zur örtlichen Geschichte, Sitten und Gebräuchen des Schwarzwalds und so weiter und so fort dazugehört. Und das ist bei anderen von diesen geprüften Natur- und Landschaftsführern auch so. Ist an sich eine schöne Sache, kostet auch nicht viel Geld. Das einzige Problem ist ein bisschen die Verfügbarkeit von Plätzen, wo man sonst so eine Ausbildung bekommen kann. So, und fünftens, das ist, denke ich, das vielversprechendste für die allermeisten von uns, kostet allerdings ein bisschen Kohle, ist das Waldpädagogik-Zertifikat. Und da ich schon sage, kostet ein bisschen Kohle, wie viel denn? Ja, so 1.000 bis 1.700 Euro, je nach Bundesland, je nach Standort. Und je nachdem, wie das Ganze aufgebaut ist, vom modularen System her, muss man dann vor Ort noch in irgendeiner Form Unterkunft beziehen, da dann noch übernachten, wenn man nicht jeden Mittag nur Müsli-Riegel fressen möchte und zum Frühstück auch Müsli-Riegel und abends Müsli-Riegel und zwischendrin Müsli-Riegel, dann wird man vielleicht noch Verpflegung in Anspruch nehmen wollen, dann wird das alles natürlich nach oben hin nochmal einen Ticken teurer. Also sagen wir mal, 1.500 bis 2.000 Euro ist sicherlich realistisch für die allermeisten von uns, was das dann insgesamt kosten würde. Dafür hat man dann aber auch was ganz Valides in der Hand, nämlich einen schönen Zettel, der auch eben wieder staatlich anerkannt ist, mit dem man bundesweit theoretisch Waldführungen anbieten könnte. Gut, das sind die 5 Dinger in Kurzfassung. Jetzt kommen wir zu denen nochmal im Einzelnen, nur damit ihr so einen groben Überblick habt, was euch eigentlich erwartet. Ja, das hat Zeit gekostet, aber war mir trotzdem wichtig. So, dann gehen wir die Dinger jetzt der Reihe nach durch und fangen an mit dem Ranger, der ja zwar im Volksmund gerne als Ranger bezeichnet wird, aber eigentlich eben der geprüfte Natur- und Landschaftspfleger ist. Betonung liegt auf Pfleger, das darf man nicht vergessen. Der Ranger, der Natur- und Landschaftspfleger, ist Deutschlands einziger anerkannter Beruf im Naturschutz, der kein Studium voraussetzt. Ja, das ist einfach nur mal so als Fakt. Und um darzustellen, wie es um Naturschutzberufe in Deutschland quasi bestellt ist, es gibt einen. Ja. Soll heißen, wenn in einem Nationalpark jemand, der jetzt nicht Diplombiologe oder was auch immer ist, rumspringt und irgendwelche Sachen verrichtet, dann wird das in 90% der Fälle tatsächlich jemand sein, der zumindest gerade noch dabei ist oder sie schon hat, eben diese Zusatzausbildung geprüfter Natur- und Landschaftspfleger
bekommen hat. So. Und dann, wenn man das hat, dann ist man halt Ranger. Und was macht man dann? In erster Linie erstmal wahrscheinlich einen Großteil der Zeit, also zumindest einen großen Teil. Ob es jetzt die Mehrheit ist, das will ich jetzt nicht sagen, das hängt vom Einzelfall ab. Aber einen wesentlichen Teil der Zeit bringt man einfach damit zu, dass man wirklich landschaftspflegerische, körperliche, im Wesentlichen handwerklich körperliche Arbeiten verrichtet. Das bedeutet zum Beispiel Zäune versetzen, Zäune bauen, Freiflächen freihalten, soll heißen kleine Bäumchen wegsägen, weghacken, mal nach den Schafen schauen, mal nach den Rindern schauen, wenn welche da sind. Nur so nebenher, die werden schon nochmal besonders betreut mit Leuten, die sich da speziell auskennen. Aber da wird man garantiert auch mal helfen, dann eben wieder beim Zaun, dann vielleicht auch mal beim Verladen, dann muss man mal, ich habe da in diesem Bereich einiges in einem Praktikum mal erleben dürfen, du stehst auch mal auf der Straße und hältst die Autos auf, damit die Schafe über die Straße ziehen können, was cool ist. so in diese Richtung, Wege freischneiden, dazu kann man dann auch mal einen Baum fällen müssen, das ist natürlich dann von Vorteil, wenn man weiß, wie man einen Baum fällt, deswegen gern gesehen als Ranger in Waldgebieten. Es gibt natürlich auch einen Ranger im Wattenmeer, ne? Das ist genauso ein Ranger wie der Waldranger, nur braucht man dann halt tendenziell eher andere Qualifikationen neben der eigentlichen Ranger-Zusatzfortbildung, um da besonders nützlich zu sein. Weil wenn du einen Baum fällen kannst, das hilft im Wattenmeer jetzt nicht besonders viel. Ne? Im Wald hingegen schon. Da ist dann jemand, der meinetwegen Wasserbau gelernt hat, begrenzt nützlich. Also schon auch nützlich und kann natürlich immer noch umschulen und de facto kannst dich auch in einem Waldnationalpark mit Wasserbau und Ranger-Zusatzqualifikation auch bewerben, aber möglicherweise bist du im Watt dann besser aufgehoben. Ja, nur so mal als fiktives Beispiel. Ja, und dann baut man einen Bohlenweg, ganz beliebt Bohlenwege bauen in irgendwelchen Mooren, über irgendwelche Seen, an irgendwelchen Seen, wo ein Stück Boden halt entsprechend geschützt werden soll, dass die Touristen nicht drauf rumtrampeln. So ein Bohlenweg muss regelmäßig repariert, gewartet, einzelne Bohlen ausgetauscht und so weiter werden. Sitzbänke wird man viele aufstellen, auch Tische, generell Sitzgruppen, hier und da auch mal eine Hütte errichten, alte Hütte reparieren, Hütte warten. Also alles durchaus Aufgaben, wo die meisten von uns sagen würden, hojo, das macht doch Spaß. Und kann ich bestätigen, also selbst ich als technisch völlig Minderbemittelter habe da mal auch schon das ein oder andere Mal mitgeholfen bei genau so einem Zeug und das macht schon wirklich Spaß. Ja? Ich kann es natürlich nicht. Aber Spaß machen tut es trotzdem. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ja, Wege freischneiden, haben wir gesagt. Und neben eben diesen, ja sage ich jetzt mal, landschaftspflegerischen Tätigkeiten gibt es noch eine Aufpasserfunktion. Das heißt, man steht vorm gesperrten Weg und sagt jedem, der da vorbeikommt und Pilze und Blaubeeren sammeln will, du kommst hier nicht rein. Das wollte ich schon immer mal sagen. Oder auch, man nimmt einen schönen Stock mit und macht diesen hier, boom, jo, shall not, ja, lassen wir das. Jedenfalls aufpassen, dass halt eben sich alle an die entsprechend geltenden Regeln im jeweiligen Gebiet, wo man dann als Ranger zuständig ist, hält. Das wird in der Praxis ganz oft der Hinweis sein zum Thema Hund. Bitte nehmen Sie ihn an die Leine, wenn er schon an der Leine ist. Vielen Dank, dass Sie den Hund an der Leine haben. Das ist so die Standardfloskel. Ne? Wenn der Hund nicht an der Leine ist, freundlich darauf hinweisen. Wenn er an der Leine ist, auch anquatschen und sich bedanken, was für ein toller Mensch derjenige doch ist, dass er seinen Hund schon von sich aus an die Leine genommen hat. Das ist wirklich so Standardrepertoire, was ja auch nicht verkehrt ist, wie ich finde. Dann guckt man nach den Beschilderungen, man geht das Gebiet ab, eben nach dem Rechten schauen, gleichzeitig schauen, ist der Weg noch in Ordnung, ist die Beschilderung noch in Ordnung, hat irgendwo jemand ein Schild umgedreht, hat irgendwo jemand Müll liegen lassen. Leider in der Praxis durchaus auch was häufiger vorkommt, dass man ein bisschen Müll einsammelt. Wenn es gut läuft, ist es ein bisschen Müll. Wenn es schlecht läuft, ist es ein bisschen mehr Müll. Aber das gehört auch dazu. Sonst macht es halt keiner, außer sehr, sehr gute Naturbesucher, die tatsächlich auch von sich aus Müll mitnehmen. Gibt es unter meiner Zuschauerschaft sicherlich den einen oder anderen. Ja, das sind dann eben diese Überwachungsfunktionen, sage ich es jetzt mal ganz, ganz, ganz mit großen Anführungszeichen. Ja. Außerdem gehört dann auch dazu eine Informationspflicht. Das heißt, man ist als Ranger, deswegen darum geht es ja, es soll ja hier um Berufe bzw. weiterführende Dinge gehen, mit denen man den Wald erklären kann. Und selbstverständlich ist auch das die Aufgabe eines Rangers, der macht auch Führungen, der erklärt was zu den entsprechenden Gebieten, wo er zuständig ist,
ganz beliebt, jeder Nationalpark hat eine Ranger-Führung, wo man mit dem entsprechenden Ranger teilweise auch seinen Aufgaben, der seinen Aufgaben nachgeht, in einer kleinen Gruppe einfach mitkommt, um zu sehen, was tut so ein Ranger eigentlich. Der Ranger an sich ist was sehr, sehr positiv aufgenommenes. Also die Bevölkerung ist sich plus minus ziemlich einig, da gab es mal entsprechende Studien, dass ein Ranger per se was Positives ist. Ein Förster per se, der kommt auch meistens als was Positives rüber. Das ist schon einer von den guten Aber. Also beim Förster gibt es ein Aber. Bei einem Ranger gibt es kaum bis überhaupt kein Aber, weil der ist ja auch nur da zuständig, wo die Natur besonderen Schutz auch wirklich braucht. Und wenn dann da besondere Regeln gelten, dann wird das von den meisten Leuten, die so ein Naturschutzgebiet, Nationalpark, Biosphärenreservat etc. besuchen, auch absolut akzeptiert. Ja, von den allermeisten. Und man muss ja auch nochmal unterscheiden zwischen, gut, ich gehe da jetzt hin, dann akzeptiere ich auch die Regeln, bin aber im Grunde kein Fan davon, werde mich trotzdem dran halten und ich gehe da jetzt hin und mache absichtlich stunk. Das werden wirklich sicherlich die allerwenigsten sein. Ja, ach so, und er macht Monitoring-Aufgaben und ist so ein bisschen Hilfskraft für die Wissenschaftler, die im entsprechenden Gebiet zuständig sind, weil da sind immer irgendwelche zuständig, es kommen auch mal welche von außen vorbei, weil sie eine bestimmte Studie anfertigen wollen. Das ist auch im Regelfall kein Problem, wenn er sagt, ich möchte gern Doktorarbeit, Masterarbeit, Bachelorarbeit, was auch immer bei euch im Nationalpark machen. Kein Problem, komm vorbei, mach, kriegst kein Geld für, tu es uns nicht weh, also mach. Und da hat man dann auch Hilfe von den Rangern im Regelfall und auch natürlich die Forschungsprojekte, die der Nationalpark, meinetwegen beispielsweise Nationalpark macht, die brauchen natürlich auch dann immer mal wieder Daten und zum Datensammeln ist dann auch der Ranger zuständig. Klassischerweise, wenn er einen Vogel sieht, dann trägt er hinterher in der Karte ein, wo er den Vogel gesehen hat. Wenn er ein anderes Tier sieht, dann gleiche Spielchen, damit man einfach eine vernünftige Übersicht bekommt, welche Tiere sind wo vorhanden, in welcher Stückzahl. Auch wenn ihm Leute erzählen, da und da war dies und dieses Tier, dann gibt es einen andersfarbigen Punkt in der entsprechenden Karte, weil es ja nur nach Hörensagen angeblich da ein entsprechendes Tier gewesen sein soll. Man weiß ja auch nicht, wer einem das erzählt. Ist das jetzt eine gesicherte Sichtung? Ist das jetzt irgendjemand, der sich wichtig machen möchte und so weiter? Und mit sowas muss man dann auch umgehen können. Generell sollte man ein sehr kommunikativer Typ sein, wenn man gerne Ranger sein möchte und eben Spaß an der Zeit draußen haben. Es gibt aber auch ein bisschen Büroarbeit. Es ist nicht so, dass man gar nirgends nie an irgendeinem Schreibtisch sitzen würde. Führungen, wenn man die macht, dann muss man die vorher organisieren, dann wird man das ein oder andere Telefonat führen, da wird man sich einen Text für die Ausschreibung der Führung überlegen, möglicherweise wird man sich auch noch viel mehr Texte überlegen, weil man neue Flyer für sein entsprechendes Naturschutzgebiet erstellen möchte, hier und da ein Plakat hin soll, das was Bestimmtes erklärt, wenn ein Waldlehrpfad dahin soll, dann ist da auch wieder der Ranger maßgeblich dran beteiligt und baut unter anderem auch die Schilder meistens. Also ein sehr, sehr vielfältiger, sicherlich wirklich sehr schöner Beruf. Ich kann eigentlich kaum was Negatives dazu sagen. Alle, die das machen, sind im Regelfall sehr glücklich. Reich wird man davon nicht. Ne? So gar nicht. Niemand im Naturschutz verdient viel Geld. Punkt. Ja? Man kann davon leben, aber ja, da bietet es sich dann an, eben noch einen Holzofen zu haben, um Heizkosten zu sparen in einer kleinen Hütte in der Peripherie und nicht in der großen Stadt, wo die Mietpreise noch bezahlbar sind, zu leben. Und das ergibt sich sowieso mit dem Job. Ja. Und damit habe ich jetzt noch nicht gehört, dass irgendjemand, der Ranger ist und unter Ranger-Bedingungen lebt, die da dazugehören, wirklich am Hungertuch nagt. Das muss man auch nochmal dazu sagen, ja. Also du wirst nicht Ranger, wenn du ein großes, oder dann bist du irgendwie ein sehr seltsamer Ranger. Ich habe noch nie einen Ranger gesehen, der irgendwie besonders viel Wert auf materiellen Reichtum gelegt hätte. Es gehört so eine gewisse, sagen wir mal, geistige Haltung auch dazu, zu diesem Beruf. So, also, wer jetzt Bock hat, Ranger zu werden, folgendes sind die Voraussetzungen. Das ist nämlich nicht für junge Leute vielleicht jetzt nochmal interessant, wenn ihr jung genug seid, um damit noch anzufangen. Denn klassischerweise wird Ranger, wer folgenden Ausbildungsberuf schon hat, Landwirt, Gärtner, auch Landschaftsgärtner, alles, was irgendwie in irgendeiner Form mit Gärtner was zu tun hat, Forstwirt,
Klassischer Ausbildungsberuf Forstwirt, geht 3 Jahre und ist derjenige, der im Wald dann die schweren Arbeiten macht. Super top ausgebildete Fachleute, tolle Sache. Macht übrigens auch Spaß, wenn man dann Bock hat, richtig zu arbeiten. Das ist ein wirklich anstrengender Beruf. Ja, du kommst voll auf deine Kosten, du hast auch den Chef nicht dauernd hinten dran sitzen, du kannst draußen im Wald sehr viel Verantwortung übernehmen, musst die Entscheidungen im Regelfall, viele, viele Entscheidungen selber treffen. Sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Manchmal ist man ein kleines bisschen allein, also normalerweise sollte in einem Team von 2 gearbeitet werden. In der Praxis eher selten, ja? Mindestens 2. Ja, also toller Job. Wie gesagt, dauert 3 Jahre, werden auch derzeit immer noch Leute gesucht, aber muss man wirklich was schaffen wollen. Ich habe das mal 1 Woche lang gemacht, 2. Danach war ich fix und alle. Also nur als Praktikum auch wieder. Ja, ich habe schon diverse Praktika hinter mir, aber das hat mir schon gereicht, um festzustellen, boah, also wirklich großen Respekt vor jedem, der das durchzieht und dann wirklich das dann auch wird. Ne? Wenn sich jetzt wieder jemand beschwert, dass ich zu wenig in die Kamera gucke. Ich habe heute ausnahmsweise mal Notizen. Deswegen muss ich da hin und wieder mal drauf schauen. Ja. Weiter mit der Aufzählung. Ja, Landschaftsgärtner hatte ich schon gesagt. Dann der Winzer. Lustigerweise ist der Winzer, weil er zu den grünen Berufen zählt, auch qualifiziert, Ranger zu werden. Und theoretisch wäre das auch wirklich was, wo gute Berufschancen bzw. gute Möglichkeiten bestehen, das dann auch sinnvoll nutzen zu können. Weil als ausgebildeter Ranger, der dann auch eben die Pädagogik mit den Führungen und so weiter so ein bisschen lernt, kann man natürlich auch gerade im Bereich Winzerei, da gibt es noch nicht viel. Also ich finde das extrem spannend und extrem sinnvoll, falls sich da jetzt jemand berufen führt. Dann der Fischwirt, das wäre jetzt wieder der Ranger im Wattenmeer beispielsweise, der da interessant sein könnte. Der Wasserbauer gleichfalls. Wobei man natürlich damit auch als Wild Ranger sich bewerben kann. Ob man dann genommen wird, ist eine andere Frage. Ja? Aber theoretisch die Qualifikation hätte man. So, und dann ist da noch der Jäger. Und beim Jäger kann man sich jetzt kloppen, weil Jäger im Regelfall jetzt nicht zwingend immer der Berufsjäger sein muss. Der tatsächliche Berufsjäger ist so logischerweise auch qualifiziert, nebenher noch den Ranger zu machen, beziehungsweise die Weiterbildung zum Ranger und dann Ranger und Berufsjäger zu sein, für die 5 Leute, auf die das zutrifft. Herzlichen Glückwunsch. Berufsjäger ist, denke ich, einer der seltensten Berufe, den wir in Deutschland so haben, wenn man jetzt mal von irgendwelchen speziellen Selbstständigen mal absieht. Ja, also als normaler Handwerk- und Ausbildungsberuf zählt zum Handwerk, ist das sicherlich einer der seltensten Handwerker, die wir so haben. Gut, nichtsdestotrotz, der Berufsjäger, der darf natürlich, und jetzt ist halt die Frage, wie weit bist du qualifiziert, wenn du nicht Berufsjäger, aber sehr stark praktizierender Jäger bist, der ein eigenes Revier hat, der wirklich ganz viel auf die Jagd geht und da sehr viel weiß, sehr viel gelernt hat, sehr viele Weiterbildungen gemacht hat, Scheine zum Hundeführer, zum was auch immer, alles für tolle Sachen, Intus hat, dann wird man im Regelfall auch eben entsprechend zur Prüfung zugelassen, muss dann vorher noch diese Ausbildung irgendwo machen, diese Fortbildung. Wer einen dafür dann nimmt, ist nochmal eine andere Frage. Da müsste dann eigene Recherche notwendig sein. Das ist auch von Bundesland und Region zu Region unterschiedlich. Gut. Und außerdem gibt es noch den Schäfer. Wer also tatsächlich gelernter Schäfer ist, kann auch Ranger werden. Sind sie sowieso meiner Erfahrung nach fast alle. Also die, mit denen ich jetzt mal was zu tun hatte, das bietet sich derart an. Da kannst du noch ein paar Euro dazu verdienen. Die Zusatzqualifikation tut dir nicht weh. Und ein paar Euro dazu verdienen ist für einen Schäfer sicherlich sehr reizvoll, weil die sind wirklich arme. Arme, schwer arbeitende, unglaublich wichtige und jetzt auch noch vom Wolf geplagte Leute. Jetzt kann man den Wolf super toll finden, aber man muss schon anerkennen, dass der für Schäfer ein neues Problem darstellt, was sie vorher nicht hatten. Ja? So, das sind die Standardvarianten. Ja? Also wer irgend sowas hat, vorhat oder noch machen möchte, der kann hinterher problemlos auch noch die Ranger-Qualifikation machen. Ob man dann als Ranger arbeiten kann, ist ein anderer Punkt, dazu kommen wir gleich. Nämlich der Quereinstieg ist auch möglich und da kann man nur zur Prüfung zugelassen werden. Sprich, du musst einfach vorweisen, dass du entsprechend Qualifikationen hast, die aus dir einen guten Ranger machen würden. Und dann wirst du zur Prüfung zugelassen. Du hast dann die eigentliche Ranger-Fortbildung nicht gehabt. Die hast du nicht genossen. Ja? Du musst also aus dir raus
dir selber zutrauen, dass du ein Ranger sein könntest, ohne es explizit gelernt zu haben. Ja, explizit. Das wäre zum Beispiel bei mir der Fall. Oder andere Leute, die Biologen beispielsweise. Ja, Biologen kann man unterstellen, dass sie im Regelfall das entsprechende Fachwissen mitbringen, um als Ranger tätig zu sein, zumindest im Bereich der Theorie des zugrunde liegenden und so weiter und so fort. Was weniger abgeprüft wird, worum es in der Prüfung nämlich auch nicht geht, ist, kannst du eine Parkbank aufbauen? So gesehen, wahrscheinlich würde jemand wie ich irgendwie zur Prüfung zugelassen werden, aber auch das hängt von der jeweiligen Behörde, die da für die Prüfung zuständig ist, vom jeweiligen Bundesland und so weiter, von der Region jeweils ab. Aber ganz klassisch ist, dass jemand als Quereinsteiger zugelassen wird, der ehrenamtlich schon als Ranger gearbeitet hat, über lange Jahre, der als sonst jemand im Naturschutz ewig lange ehrenamtlich mitgeholfen hat. Das sind so die ganz klassischen Quereinsteiger, die dann zur Ranger-Prüfung zugelassen werden, die im Rahmen ihrer Tätigkeit, ehrenamtlich kannst du ja machen, was du lustig bist, das ist ja völlig Wurst, da brauchst du ja nicht Ranger für sein, wenn du das nur ehrenamtlich tun willst, da das halt alles gelernt haben. Das wäre so der klassische Quereinstieg. Gut, was macht man jetzt, wenn man Ranger geworden ist? Jetzt war diese Prüfung, die haben wir jetzt bestanden und jetzt wollen wir gerne als Ranger auch irgendwo arbeiten. Jetzt gibt es klassischerweise die 500 offenen Stellen, circa in deutschen Nationalparken, Biosphärenreservaten, anderen Großschutzgebieten, wo man wirklich als angestellter Ranger dann tätig sein könnte. Davon sind derzeit belegt alle. Mehr oder weniger. Vielleicht ist hier und da noch ein oder zwei gerade mal ausgeschrieben, aber bis auf absehbare Zeit sind die alle belegt. Ja? Es werden mehr, es wird immer mal wieder ein zusätzlicher bewilligt, weil man immer mehr Geld in die Hand nimmt für den Naturschutz. Also da geht die Kurve schon hoch. Ob sie jetzt so hoch geht oder gleich so hoch geht, da kann man sich jetzt streiten, wie man das jeweils auffassen möchte. Aber das werden mehr Stellen und angenommen, man fängt jetzt an, Ranger werden zu wollen, dann hat man vielleicht, bis man fertig ist mit allem Pipapo, 5 Stellen mehr zur Verfügung. Ja, also es werden irgendwann sicherlich auch 600 sein von den 500 klassischen Ranger-Posten. Neben den klassischen Ranger-Posten kann ein Ranger noch interessant sein in einem Zoo, insbesondere wenn es mehr ein Tierpark als ein Zoo ist, wo die Tiere besonders viel Platz haben und besonders sehr ihre natürliche Lebensweise ausleben sollen, ohne ständig angegafft zu werden, ohne auf kleinem Raum hinter Glas versteckt zu sein und so weiter. Normale Zoos, die gut geführt sind, inzwischen in Deutschland ja meistens der Fall, muss man ja auch dazu sagen, können so jemanden auch mal brauchen, aber halt dann doch eher den Tierpfleger. Deswegen ist der Ranger da, wenn man aus dem tierpflegerischen Bereich kommt und zusätzlich noch Ranger ist, dann selbstverständlich. Ja? Also so funktioniert das ungefähr. Botanische Gärten können hier und da auch mal einen brauchen, wenn sie sich über große Landschaften und so ein bisschen in diese Richtung erstrecken und wenn sie niemanden besseren finden, wenn wir ehrlich sind, weil eigentlich im Regelfall eher wenig. Dann gibt es noch Naturschutzämter, die quasi als Mädchen für alles einen Ranger einstellen, der für sie dann verschiedene kleine Naturschutzgebiete betreut, dann meistens auch gleich mehrere. Das gibt es durchaus auch noch. Weiß nicht, wie viele Stellen das sein werden. Allzu viele sind es nicht und davon sind wie immer nicht allzu viele offen. Also Berufschancen, muss man ehrlich sein, besonders doll ist das nicht. Also sieht schon nicht gut aus. Kann natürlich trotzdem klappen, wenn man entsprechend qualifiziert ist, aber ganz viel geht auch über Vitamin B, weil wie gesagt der Seiteneinstieg zum Ranger über Leute, die ehrenamtlich schon 20 Jahre da quasi Ranger gewesen sind und jetzt beschließen, das noch beruflich machen zu wollen, dann wird so jemand bevorzugt eingestellt, weil den kennt man schon und theoretisch gibt es eine offene Bewerbungsrunde und man kann sich da bewerben und die Stelle ist frei, aber sie ist halt nicht frei, sondern steht schon von vornherein mit ziemlicher Sicherheit fest, wer sie bekommt. Läuft oft auf diesem Wege ab. Ich sage jetzt nicht immer, aber doch oft. So, und dann soll es angeblich noch den freiberuflichen Ranger geben, der theoretisch in der Land- und Forstwirtschaft tätig sein könnte. Ich kenne keine einzigen und habe auch noch nie irgendwo einen gesehen und noch nie von einem was gehört. Jetzt bei der Recherche habe ich gelesen, die soll es geben. Ich kann da nichts weiter zu sagen. Allzu viele werden es nicht sein.
Jetzt haben wir gesagt, die Fortbildung zum Ranger geht ein Jahr in Teilzeit. Außer man hat sich anderweitig zur Prüfung qualifiziert. Was der Ranger macht, haben wir auch schon gesagt. Und was kostet jetzt Ranger werden? Das hängt davon ab, was man gerade beruflich schon tut. Wenn man meinetwegen Forstwirt ist und jetzt wird der Wald, in dem man tätig ist, zum Nationalpark erklärt, dann wird man schnell zum Ranger umgeschult, also rechtzeitig, und wird dann weiter als Ranger beschäftigt, wo man vorher Forstwirt gewesen ist. In dem Fall kostet einen die Ranger-Ausbildung natürlich nichts. Die Prüfung, möglicherweise muss man für die noch aus eigener Kasse noch 2-3 Euro locker machen, aber ich denke mal, der klassische Weg zum Ranger wird für die meisten Leute ziemlich kostenfrei möglich sein, dass sie irgendwie diese Fortbildung von ihrem Arbeitgeber und ihrem zukünftigen Arbeitgeber oder sonst irgendwie bezahlt bekommen. Müsste man sie selber zahlen, dann wäre sie natürlich entsprechend teuer, weil ein Jahr lang Teilzeit nebenher noch eine Ausbildung machen, das kostet natürlich schon ein bisschen Geld. Gut. Weiß aber nicht, wie viel, habe ich nichts Konkretes zu gefunden. Das war jetzt viel, ich weiß, aber jetzt machen wir weiter mit den kürzeren Sachen. Dann kommt nochmal eine dicke. So, eine weitere Möglichkeit, sich zum Waldführer speziell ausbilden zu lassen. Das ist dann nicht so umfassend wie der Ranger und auch kein anerkannter Beruf, aber nebenher quasi Waldführer, oder wenn man so gut ist, dass man das hauptberuflich machen kann, dann kann man das auch hauptberuflich machen, ne? Selbstverständlich. Oder was heißt so gut? Wenn einem die Leute halt abnehmen, dass man so gut ist. Das geht auch. Gibt es diese beiden Möglichkeiten. Entweder man ist es oder es wird einem geglaubt, dass man es ist. Gut, und da gäbe es tatsächlich eine mögliche Ausbildung, die ein gewisser Herr Wohleben anbietet über seine Wohlebenswaldakademie. Nämlich, das Ding geht 10 Tage, beinhaltet schon ein paar Grundlagen zum Wald, die man sicherlich so kennen sollte, Inhalte von Wohllebensbüchern, ein paar Spiele im Wald, so ein paar grundlegende Dinge zur Pädagogik scheinbar, ein paar mögliche Konzepte für Führungen werden wohl auch irgendwie Teil des Ganzen sein. Was im Exakten jetzt in dieser Ausbildung drin ist, kein Plan. Kostenpunkt 2000 Euro, nicht ganz, nur 1900 und ein paar zerquetschte. Da ist meines Wissens das Essen schon mit drin. Übernachten müsste man dann nochmal selber zahlen. Das wiederum ist relativ günstig in Wohllebenswaldakademie oder an Wohllebenswaldakademie, was auch immer möglich. Weiß nicht mehr genau, was das kostet, aber das wäre darum relativ kostengünstig. So, also 10 Tage. 10 Tage für 2000 Euro. Ist das günstig? Nein. Ist das teuer? Ja. Ist das auch arschteuer? Ja. Das ist mit Abstand die teuerste Möglichkeit, um in irgendeiner Form irgendwas zu machen, was einen dann qualifizieren soll, um was zum Wald zu erzählen. Ja? So, und das Spannende ist jetzt, es gibt keine Abschlussprüfung. Es gibt kein Zertifikat, das irgendwer anerkennen müsste. Also du kriegst wahrscheinlich schon einen Zettel, dass du Wohllebenswaldausbildung gemacht hast, Waldführerausbildung oder wie auch immer, Waldführer aller Wohlleben. Dafür kriegst du schon einen Zettel. Der ist aber halt eben bei keinem Forstamt der Welt, bei keiner Behörde der Welt in irgendeiner Form irgendwas wert. Es sei denn, da sitzt ein Wohlleben-Jünger und wenn sein Messias dir eine Urkunde gibt, mit der du dann da auftauchen kannst, und dann wird das natürlich schon entsprechende Wirkung haben, falls das der Fall sein sollte. Also da ist sicherlich eine gewisse Nützlichkeit dieses Zettels unter Wohlleben-Fans sicherlich gegeben. Ich glaube, die mögliche wirtschaftliche Nutzbarkeit dieser Wohlleben-Ausbildung besteht dann darin, dass man sagen kann, man ist Wohlleben-Waldführer, nimmt nur die Hälfte wie Wohlleben selber oder meinetwegen nur ein Viertel oder 10%, da kann man immer noch von leben. Nicht wirklich, nein. Aber auf diesem Wege dann in irgendeiner Form doch auch Führungen tatsächlich zustande bringt und es tatsächlich Leute gibt, die dann auch Interesse dran haben, so eine Führung zu machen. Ist natürlich dann interessant, wenn man sowieso schon eine gewisse Qualifikation für Führungen mitbringt, schon ein bisschen was zum Wald gelernt hat und einfach noch obendrauf noch den Wohllebenzettel haben möchte, dann mag das vielleicht für den einen oder anderen in Frage kommen. Ich will mich da gar nicht zu sehr drüber lustig machen. Ich zweifle auch gar nicht dran, dass die sich zu dieser Ausbildung
Ausbildung schon das eine oder andere Gute haben einfallen lassen. Zu den Inhalten von Wohllebensbüchern mache ich noch mal ein anderes Video, da will ich jetzt erstmal nichts zu sagen. Aber dadurch, dass es keine Prüfung gibt, ist das meiner Meinung nach ziemlicher Humbug, die ganze Geschichte, weil du kannst dir einfach für 2000 Euro den Zettel kaufen, dass du da anwesend warst, dann 10 Tage lang eine ruhige Kugel schieben und so ein bisschen mit einem Ohr zuhören und mit einem Ohr mitmachen, am Ende nichts gelernt haben, was es da zu lernen gibt, und du kriegst genau wie jeder andere auch deinen Zettel, dass du Wohlleben Waldführer jetzt bist. Ob das nicht für den Wohlleben dann auch irgendwie ein bisschen problematisch sein könnte, wenn jeder Depp andererseits, du zahlst nicht 2000 Euro, um deine ruhige Kugel zu schieben. Ich weiß es nicht. Jedenfalls eine Abschlussprüfung gibt es nicht. Und damit ist das das mit Abstand nutzloseste und mit dem miesesten Preis-Leistungs-Verhältnis ausgestattete Waldführer werden Ding, das derzeit auf dem Markt zu haben ist. Ja, es ist zu haben, aber ich möchte dringend davon abraten, es sei denn, zwei Möglichkeiten. Ihr seid davon überzeugt, dass Wohlleben der Waldmessias ist, und Möglichkeit Nummer zwei, ihr habt 2000 Euro rumliegen, deren Verlust euch wirklich nicht wehtut, und Bock, 10 Tage lang ein bisschen euch mit dem Wald auseinanderzusetzen. Ihr kriegt in verschiedenen Bundesländern dazu sogar noch Bildungsurlaub. Muss ich auch mal gucken, ob ich irgendwie Bildungsurlaub anbieten. Na, muss mal schauen. Jedenfalls, in dem Fall kann man das natürlich schon tun, wenn es einem persönlich nicht wehtut. Für alle anderen, ich möchte tendenziell davon abraten. So, dann gibt es ein interessantes Konzept aus der Lüneburger Heide, und zwar vom Herrn Brockmann, der bei der Entwicklung des eigentlichen Ranger-Berufs, also diesem geprüften Natur- und Landschaftspfleger, dabei gewesen ist, angeblich auch maßgeblich den mitbegründet hat, diese Ausbildung zu diesem Beruf. So habe ich das zumindest da auf seiner eigenen, wohlgemerkt, Website lesen können. Dabei war er bestimmt. Ich habe keinen Plan, wer da wie wo zuständig gewesen ist. Ich kann das jetzt weder bestätigen noch irgendwie sonst was. Will ich auch. Ne? Also alles gut, der kennt sich bestimmt aus. Der ist Diplombiologe. Und hat also ganz viel Erfahrung quasi als Ranger und im Führen von Leuten durch Schutzgebiete, macht das auch in der Lüneburger Heide wohl derzeit immer noch, und hat da schon ganz, ganz viel gemacht und hat quasi das Konzept des Heide-Rangers. Das ist auch so ein lokales Ranger-Gedönse mit selbstständigen Rangern, nicht mit Angestellten, sondern die dann halt einfach dafür qualifiziert sind und dann da machen dürfen, und das Ganze also quasi auf eigene Regie, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, wenn nicht, dann möge mich irgendjemand korrigieren. Und der möchte jetzt, das ist allerdings noch im Aufbau, soll 2021 dann irgendwann fertig sein, für Quereinsteiger, die gern den richtigen Ranger machen wollen, möchte er einen Kurs anbieten, der einem dann die Qualifikation zur Ranger-Prüfung zugelassen zu werden gibt. Ja? Also ein so ausführlicher Kurs, dass er einen genau wie ein Forstwirt, Landschaftsgärtner, Winzer, Fischwirt und so weiter und so fort, Ausbildungsberuf, ausreichend qualifiziert, damit man eine Chance hätte, die Ranger-Prüfung zu bestehen und hinterher dann als Ranger tätig zu sein. So ein Kurs will da jetzt aufgebaut werden. Man kann das auf jeden Fall im Auge behalten, wenn man da Interesse dran hat, denn mit diesem Kurs in der Theorie kann man dann die Ranger-Prüfung machen, in der Theorie kann man die dann auch bestehen, und dann wäre man theoretisch qualifiziert, sich für irgendwelche Sachen zu bewerben, wo Ranger gesucht werden. Ja? Theoretisch. Praktisch wird wahrscheinlich die meisten Leute, die einen Ranger suchen, jemanden bevorzugen, wenn es zum Beispiel um einen Waldranger geht, der Forstwirt ist und Ranger und nicht jemand, der Bankkaufmann ist und Ranger, weil die Qualifikation von einem Forstwirt, der noch als Ranger aufgesattelt hat, natürlich um Weiten besser ist als vom Bankkaufmann. Ne, nichts gegen Bankkaufmänner, aber das ist halt nun mal die Realität, die man dabei im Hinterkopf behalten muss. Aber wenn das eben klappt, dann wäre das sicherlich ein gängiger Weg, um als völliger Noob im Bereich der Naturbildung trotzdem in den Ranger-Job reinzukommen. So, außerdem haben sie da noch
wenn man dann eben eine Qualifizierung bereits schon hat, um zur Ranger-Prüfung zugelassen zu werden, beziehungsweise Ranger schon ist, dann kann man bei denen noch kaufen Businesspläne für selbstständige Ranger. Sprich, wenn man Ranger geworden ist, findet aber keinen Job, wird nirgendwo eingestellt, dann kann man ja auch den selbstständigen Ranger machen, den es ja theoretisch geben soll. Und also, den gibt es sicherlich auch mehr als nur theoretisch, aber wie das dann genau gehen soll, dafür verkaufen die einem eben entsprechend eine Anleitung. Das ist dann sicherlich auch nötig, weil ich weiß nicht, wie das sonst gehen soll. Außerdem gibt es noch ein Netzwerk für selbstständige Naturführer und ähnliche Leute, die halt damit sich vernetzen wollen. Das kostet dann auch nochmal einen kleinen Obolus. Dafür kriegt man dann einen lustigen Aufnäher für die Jacke und irgendwelches Bildmaterial und ein schönes Zettelchen zum, weiß ich nicht wohin kleben, ein paar Aufkleber, keine Ahnung. Und dann kommst du halt eben in dieses Netzwerk und dann kannst du dich mit den anderen vernetzen und dann kann man sagen, ich bin hier im Netzwerk Regio Ranger drin und Leute, die woanders schon gute Erfahrungen mit jemandem aus der Gruppe der Regio Ranger gemacht haben, können dann in der anderen Region, wo sie jetzt zum Urlaub sind, auch wieder mit einem Regio Ranger unterwegs sein, weil Regio Ranger sind ja immer gut und immer toll und mit denen kann man bedenkenlos auf Tour gehen. Das ist, denke ich, so mit mehr oder weniger der Hintergrund, was das einem bringen soll, dann in diesem Regio Ranger Netzwerk drin zu sein. So. Gerüchten zufolge, Achtung, nur Gerüchte, ja, das kann ich jetzt weder bestätigen noch irgendwie dementieren, soll diese Ranger-Ausbildung dann wohl, also die einen für die Ranger-Prüfung qualifiziert, um die 1000 Euro kosten. Ja, Gerüchten zufolge, klingt plausibel, ne? Aber mehr weiß ich dazu nicht. Gut, kommen wir zum geprüften Natur- und Landschaftsführer. Das ist quasi jemand, der nebenher Lust hat, auch mal ein paar Führungen in seiner meistens Heimat oder zugezogen, also egal, ne? Also in seiner Landschaft zu machen. Also wichtig, regionaler Umweltpädagoge mit meistens individuellem Spezialgebiet steht hier auf meinem Zettel und das trifft es ganz gut. Viele große Naturregionen, wie eben beispielsweise der Schwarzwald, der Pfälzerwald, die Heidelandschaften im Norden und. So ein Wattführer, der geht auch so ein bisschen in die Richtung, außer dass ein Wattführer nochmal intensiver geprüft wird, weil Watt theoretisch gefährlich sein kann. Da sollte man dann schon ein bisschen sicherstellen, dass ein Wattführer wirklich weiß, was er tut. Ich glaube, die werden nochmal ein bisschen intensiver abgeprüft. Ja? Aber ansonsten ist das so ungefähr mit so einem Wattführer etwa vergleichbar. Ja, wer schon mal eine Wattwanderung, ich habe gerade eine hinter mir, deswegen kommt relativ häufig das Watt vor in diesem Video. Sowas schon mal gemacht hat, so ein Wattführer ist ungefähr vergleichbar mit einem geprüften Natur- und Landschaftsführer und dadurch, dass die meistens ein individuelles Spezialgebiet haben, kann man da ganz verschiedene Typen finden und je nachdem, was man als Hobby hat, man kann dieses Hobby meistens in seine Tätigkeit als eben so ein Führer mit einfließen lassen. Soll heißen, wenn du beispielsweise Experte für Uhren bist oder Uhrmacher und willst im Schwarzwald Wanderungen zum Thema Schwarzwälder Kuckucksuhr anbieten und möchtest dafür eben so ein Range, so ein Landschaftsführer werden. Sagen wir mal Schwarzwaldguide. Im Schwarzwald wäre das eben der Schwarzwaldguide, den es da gibt, der sowas ist. Und ja, bitte, das könntest du dann tun und dich eben auf die Kuckucksuhrenführung im Tal der Kuckucksuhren, wo auch immer das sein soll und wenn es das überhaupt gibt, eben spezialisieren. Ja? Ein Beispiel. Oder die Leute, die Wald baden wollen, also dieses plus-minus meditative Waldluft schnuppern und dabei gesund und entspannt und so weiter werden, da ist auch nichts dran auszusetzen, wer das gerne machen möchte, bitte gern, alles gut. Dafür gibt es zum Beispiel Kurse von Leuten, die sowas sind. Generelles Krafttanken aus der Natur, so spirituell mit irgendwelchen grünen Energiestrahlen, die der Wohlleben auch als grünen Vernichtungslaser aus seinen Augen abschießen kann, wenn jemand seine Bücher nicht mag. Nein. Wie gesagt, zum Wohlleben später mehr. Der Mann hat Licht und Schatten, wie jeder andere auch, selbstverständlich. Ja, also will gar nicht zu viel an ihm rumnörgeln. Alles gut. Mehr oder weniger.
Ja, also esoterische Waldführung ist so die Sache, wenn man tendenziell eher so ein bisschen ins Esoterische gehen möchte, eher irgendwelche magnetischen, magischen Kraftfelder für Phänomene in der Natur verantwortlich machen möchte. Ich war selber schon mal mit so einem Baum, einem selbsternannten Baumführer unterwegs, hat mit meinen Baumführungen nichts zu tun gehabt, also jedenfalls nur marginal ein ganz kleines bisschen, der dann eben noch die Wünschelrute dabei hatte und da irgendwelche lustigen Kraftfelder und sonstiges Zeug aufgespürt hat und irgendwelche besonderen Energien und gegen Rückenschmerzen hilft, wenn du an der Buche anlehnst und nicht gegen an den Ahorn, da hilft überhaupt nicht. Was weiß ich, so ein Zeug. Ja? Also gut, ja. Gibt Spinnereien, die sind gefährlicher als diese. Also von daher, ich bin Naturwissenschaftler, ja, also dass ich damit nichts anfangen kann, damit müssen wir alle leben können. Ja, ich persönlich kann da gar nichts mit anfangen. Aber wer das gerne möchte, bitte. Ja, ja. Alles toll, kostet auch relativ wenig Geld. Da ist man mit rund 500 Euro schon dabei für so eine Ausbildung. Davon kann man dann einen Teil zurückerstattet bekommen, je nachdem, wo die ist. Wenn man hinterher eine Zeit lang für eben dieses Programm, meinetwegen Schwarzwaldguide, tätig ist. Und tolle Sache. Ja, also spricht eigentlich nichts dagegen, sowas zu tun, wenn man irgendwie ein bisschen Naturführung gerne machen möchte. Haken, ich hatte es schon eben kurz in der Aufzählung gesagt, es gibt kaum noch verfügbare Plätze, um sowas noch zu werden, wenn man es nicht schon ist. Ja, kaum noch. Ich habe, als ich mit dem Studium fertig war und dann noch nicht so genau wusste, wo ich hin will im Leben, da war gerade mal die zweite Ausbildungsrunde für diese Schwarzwaldguides bei uns im Schwarzwald angelaufen. Ich hatte mich da auch beworben, bin erst nicht genommen worden. Ich war entsetzt, warum zum Geier nehmen die jemanden mit meiner Qualifikation, denn bitteschön nicht, wahrscheinlich deswegen. Ja. Oder die hatten schon vorher jede Menge Leute in der engeren Auswahl, die sie eh zuerst besetzt hatten, dann waren gar nicht mehr so viele Plätze frei. Jedenfalls gab es da nochmal eine Nachrückungsrunde, wo man noch hätte nachrücken können und dann doch noch einen Platz gekriegt hätte. Da konnte ich dann aber nicht mehr, weil da hatte ich dann auch schon wieder andere Verpflichtungen und keine Zeit, das nebenher mehr zu machen. Und wenn ich so drüber nachdenke, das war mehr so ein Verzweiflungsakt, weil ich dachte, okay, das könnte man ja vielleicht noch brauchen, dann ist man ein bisschen qualifizierter, das kannst du zwar im Grunde alles schon, aber dann hast du einen Zettel, wo draufsteht, dass du das kannst. Inzwischen bin ich davon abgekommen, noch in irgendeiner Form irgendeinen Zettel nachholen zu wollen, der mich als irgendein Waldführungsmensch ausweist, weil der Zettel, der ansonsten für mich noch echt in Frage kommen würde, zu dem kommen wir jetzt gleich, der erfordert ein Praktikum. Und wenn ich ein Praktikum mache bei irgendeiner waldpädagogischen Einrichtung und nebenher als Waldpädagoge arbeite, das ist ja völlig für den Arsch. Ja, offensichtlich glauben mir jetzt persönlich, um mal von mir auszugehen, genügend Leute, dass ich das auch kann, obwohl ich keinen entsprechenden Zettel habe. Und das nächste ist, jetzt kommt der arrogante Moment, bitte wegschalten, wenn der arrogante Moment nicht gewünscht ist. Von meiner Qualifikation her kann ich so eine Ausbildung halten. Ich muss sie nicht machen, um eine Waldführung geben zu können. Ja? Im Gegenteil, ich könnte die Leute befähigen, Waldführungen zu machen. Ich wäre da, wenn dann, als Dozent qualifiziert, ganz bestimmt nicht als Teilnehmer. Es war also wirklich ein Verzweiflungsakt, dass ich mich da tatsächlich immer beworben habe, weil ich einfach gedacht habe, du brauchst ein Papier, sonst glaubt dir ja keiner, dass du das kannst. In Deutschland kann man ja nur dann was, wenn man ein Papier hat, wo draufsteht, dass man das kann. Ja? Ob man es dann wirklich kann, ist egal, aber das Papier zählt. So viel Gesellschaftskritik muss sein. Wir kommen zum Waldpädagogik-Zertifikat und das ist so der heiße Scheiß in Anführungszeichen. Den restlichen Kram bisher, den konnte ich euch jetzt, den Ranger kann ich schon empfehlen, wenn das in Frage kommt für die Leute, die da wirklich den entsprechenden Mut haben, nochmal komplett umschulen zu wollen, um das zu werden. Ja, wer als Quereinsteiger reinkommen kann, absolut. Aber für uns nicht direkt zum Ranger qualifizierte,
Auch nicht in absehbarer Zeit ist das Waldpädagogik-Zertifikat quasi die Möglichkeit, Waldführungen zu geben, Waldunterricht auch zu geben, wenn man zum Beispiel schon Lehrer ist oder sonst irgendjemand, Kindergärtner, darf man das so sagen? Erzieherinnen, so heißen die, Erzieherinnen und Erzieher, so stimmt. So jemand, ja, für den wäre das natürlich eine tolle Ergänzung, um dann nebenher auch mal eben mit den Kindern in den Wald gehen zu können, da spezielle Waldangebote anbieten zu können, das dann theoretisch auch nebenher selbstständig für irgendwelche Familien, irgendwelche sonstigen Grüppchen. Für so jemand ganz ideal, dafür ist es grundsätzlich auch gedacht gewesen. Aber da das ein gesamtstaatliches Konzept ist, das bundeseinheitlichen Standard besitzt, zwar in vielen Bundesländern angeboten wird, nicht in jedem, zum Beispiel nicht im Saarland, das lohnt sich nicht so richtig, oder ich glaube Sachsen-Anhalt hatte mal eins, hat jetzt derzeit gerade keins, also ein paar Bundesländer haben derzeit nichts. Oder war es Thüringen? Weiß ich nicht mehr. Entweder Sachsen-Anhalt oder Thüringen. Ich hatte ja schon mal gesagt, das soll so kosten 1.000 bis 1.700 Euro. Dann kommt auch noch Kost und Logis dazu. Also sind wir so bei 1.500 bis 2.000, 2.200, je nachdem, sowas um den Dreh. Das ist schon ordentlich viel Geld, aber man kommt da dann halt doch hinterher. Da kann man wirklich was mit anfangen. Dazu kommen wir jetzt gleich. Übrigens, das bisher günstigste Bundesland, das ich gefunden habe, das war wahrscheinlich trotzdem auch eine sehr valide Ausbildung anbietet und garantiert für alle Leute, auch fachfremde Leute, die noch gar keinen Bezug zu Pädagogik oder zu Wald haben oder zumindest kein Papier, wo draufsteht, dass sie das können, für die kommt man trotzdem am ehesten noch rein, wenn man sich scheinbar bei Niedersachsen bewirbt. Denn manche Anbieter vom Waldpädagogik-Zertifikat weisen zum Beispiel darauf hin, zum Beispiel Eberswalde in Brandenburg, weist darauf hin, das ist für Fachfremde, die bereits über ein Studium, eine Ausbildung oder sonst was im forstlichen Bereich oder im pädagogischen Bereich verfügen. Heißt, du musst entweder Lehrer, Erzieher sowas sein oder Förster, Forstwirt, Forstwissenschaftler und nur dann wirst du da überhaupt in Frage kommen, um dieses Ding da in Eberswalde zu machen. Das ist ein bisschen schwierig, weil eigentlich soll es ja grundsätzlich auch interessierten Laien möglich sein, das auch zu tun. Also das ist auch für völlig Fachfremde, soll es angeboten werden. Niedersachsen macht das uneingeschränkt. Irgendwo anders, das war jetzt wieder Sachsen-Anhalt oder Thüringen, ich weiß nicht mehr welches, die schreiben extra dazu, primär werden genommen erstmal Leute, die sowieso schon ein bisschen qualifiziert sind, Forstwirte, Lehrer. Danach Leute, die sonst irgendeine Qualifikation vorweisen und erst dann, wenn dann noch Plätze frei sind, dann kommen Leute, die überhaupt keine Qualifikation haben, noch mit rein. Und so sind die Bundesländer in dieser Hinsicht halt wirklich ein bisschen unterschiedlich. Gut. Niedersachsen ist gleichzeitig also das Beste und also am einfachsten reinzukommen für Otto Normalverbraucher und günstigste. Enthält circa 18 Tage Unterricht und ein mindestens 40-stündiges Praktikum. Das muss man alles machen und danach ist dann eine Prüfung. So, damit, wenn wir mal einen Preisvergleich zum Wohlleben machen wollen, der 10 Tage geht und dafür 2.000 Euro haben möchte, also tendenziell ähnlich teuer ist, wie das Waldpädagogik-Zertifikat in allem, beim Wohlleben muss man aber auch noch übernachten, dann wird der Wohlleben auch noch mal ein bisschen teurer, aber eben nur 10 Tage geht und nicht 18 und auch keine 40 Stunden Praktikum noch vorsieht und auch keine Prüfung vorsieht, dann kann man ungefähr sagen, dass der Wohlleben Pi mal Daumen doppelt so teuer ist, wo man hinterher kein Zertifikat hat, keinen Zettel, der irgendwas wert ist. Beim Waldpädagogik-Zertifikat, deswegen heißt ja Zertifikat, hat man eben genau dieses Zertifikat und kann dann sagen, man ist staatlich geprüfter, zertifizierter Waldpädagoge. Und als solcher sich eine Aufnäherchen auf die Jacke drucken, mit so einem war ich neulich auch gerade unterwegs, war auch gut, ne? Gar kein Thema. Darf dann eben unter diesem Titel auch Waldführungen anbieten. Ne? Und das ist auch gut so und schön und prima. Jetzt haben wir schon gesagt, circa 18 Tage Unterricht, 40-stündiges Praktikum in einem Betrieb aus einer Liste zugelassener Betriebe. Das ist tendenziell hilfreich, weil sonst hat man keinen Plan, wo man sich da eigentlich bewerben soll. Dadurch, dass es einen Haufen zugelassener Betriebe gibt, sind sie gewöhnt, dass da mal jemand so ein Praktikum machen möchte und dann nehmen sie da jemanden auch mal ganz gerne. Ja, und man muss sich halt dann einen Zacken aus der Krone brechen, wenn man meinetwegen schon 40 ist oder sowas, dass man dann nochmal ein Praktikum macht.
vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig im ersten Moment. Bei mir ist es ja genau das Ausschlusskriterium, weil ich mir unglaublich behämmert vorkommen würde, wenn ich mit einem laufenden waldpädagogischen Betrieb, in Anführungszeichen, jetzt nochmal in einem anderen waldpädagogischen Betrieb ein Praktikum mache, damit ich einen staatlichen Zettel kriege, damit ich überhaupt eigentlich den staatlichen Zettel ja brauche, um einen waldpädagogischen Betrieb aufbauen zu können. Käse. Für mich persönlich. Ja, also mein Master of Science ist natürlich, so viel angeben muss jetzt auch kurz sein, mit dem vorangegangenen Bachelor und so weiter und so fort. Die Qualifikation, die das Waldpädagogik-Zertifikat mit seinen 18 Tagen Unterricht und 40-stündigen Praktikum mitbringt, das sind etwa 2-3% von dem, was ich so in meinem Studium gelernt habe, wenn überhaupt, oder noch weniger. So gesehen, auch da wieder, ich könnte das Waldpädagogik-Zertifikat unterrichten. Ich brauche es nicht, also zumindest rein die forstliche Komponente. Ja, die pädagogische Komponente habe ich keine Ahnung von, aber die forstliche Komponente könnte ich unterrichten. Offiziell habe ich keine Ahnung von Pädagogik. So, würde mir wahrscheinlich auch nicht schaden, dass mal, deshalb hatte ich ja drüber nachgedacht, ne? weil so ein paar pädagogische Konzepte würden mir wahrscheinlich wirklich nicht schaden. Meiner persönlichen Erfahrung nach ist ein pädagogisches Konzept allerdings ganz schön, wenn man es hat. Und das kann für manche Personen eine Rolle spielen, wenn da ein toller Pädagoge, der ganz viel Montessori und was auch immer gelernt hat, vorne steht und total weiß, wie man Dinge vermittelt. Aber meiner persönlichen Erfahrung nach ist das A und O, wenn du irgendwelches Wissen weitergeben möchtest. Du musst A, den Charakter dazu haben und B, Begeisterung selber, um Begeisterung weitergeben zu können. Wie geht jetzt dieses Waldpädagogik-Zertifikat? Wie funktioniert das? Also, wir haben erstmal zwei Grundkurse. Einmal einen Forstkurs, Wesentliches zum Wald. Ja? Wald und Forst in Kurzform. Aber wenn man das wirklich lernt und wirklich auswendig lernt, dann weiß man da schon sehr viel. Ja? Also oberflächliches Basiswissen, oberflächlich ist in diesem Sinne nicht böse gemeint, wirklich gar nicht, lässt sich schon in recht kurzer Zeit erlangen. Das ist schon so. Ja? Und damit kann man da auch echt was erzählen. Das ist so ein bisschen wie all meine Videos gucken. Nicht tun. Außer ihr gehört zu den 5, die das tatsächlich gemacht haben. Inzwischen sind es 6. Neulich ist mal ein 6. dazugekommen. Nee, es sind noch ein paar mehr. Ja, das ist also das eine. Und dann noch ein Grundkurs Pädagogik, so generelles, wie vermittelt man überhaupt Wissen, sicherlich auch nicht verkehrt. So, und dann gibt es diverse Wahlpflichtfächer, die einen interessieren, da kann man sich so ein bisschen was aussuchen, was einen spezieller interessiert, mögliche viel verschiedene Veranstaltungen zu den Bereichen Waldökologie und praktische Vermittlung derselbigen, Waldökologie und generell Forst natürlich, sowas in die Richtung. Und eben konkret, wie kann man das jetzt weitergeben, wie kann man das erklären, wie kann man das vermitteln? Das ist der eine Dingerich. Dann gibt es die pädagogischen und methodischen Inhalte und Training, eben auch speziell auf Waldsituationen bezogen. Da muss man was draus machen. Dann gibt es rechtliches und organisatorisches. Das ist relativ kurz, aber mindestens einen Tag sollte man da eben auch entsprechend für investieren. Ist auch wichtig, damit man eben weiß, unter welchen Bedingungen darf man Führung machen, wo darf man keine Führung machen, was gibt es da zu beachten. Versicherung, Haftpflicht, bla bla bla. Und dann gibt es noch ein freies Wahlpflichtkurslein, was man dann aus dem, was angeboten wird, machen kann. Das kann zum Beispiel sein ein Pilzkurs, was weiß ich. Außerdem muss man übrigens noch einen Erste-Hilfe-Kurs nachweisen, damit man bei dem ganzen Ding eigentlich überhaupt teilnehmen kann. Weil, ja, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist im Wald, dann ist ein bisschen Erste-Hilfe zu beherrschen, als derjenige, der für die Gruppe verantwortlich ist, sicherlich nicht das Dümmste. Kann man nachvollziehen. Das Ding ist generell staatlich anerkannt, heißt, wer so einen Zettel hat, hat eine höhere Chance, als Fremdenführer in einem Naturschutzgebiet Führungen machen zu dürfen. Dürfen ist nämlich der Knackpunkt. Ich darf das im Regelfall nämlich nicht, wer schon mal mit mir unterwegs war. Ich lege immer größten Wert darauf, dass wir um Naturschutzgebiete einen großen Bogen machen. Da wird es wirklich knackig. Wenn man eben nicht einen Zettel hat, der einen dazu berechtigt im Naturschutzgebiet und mit der entsprechenden Behörde Kontakt hat, und. Im Regelfall darf ich da also im Grunde nichts als jemand, der keinen Zettel hat. Wenn man so einen Zettel hat, so ein Waldpädagogik-Zertifikat, dann bestehen die Chancen ganz gut, dass man das dann halt doch mal darf. Und muss man grundsätzlich sagen, eben, ich habe schon mal gesagt, wenn man schon Pädagoge ist,
in irgendeiner Form, Kleinkind, Großkind, Erwachsenenbildung, völlig egal, dann nochmal zusätzlich diesen Zettel mitnehmen, ja, das kann sich schon wirklich lohnen. Ich denke, da lernt man echt viel. Das wurde damals bei uns im Studium nebenher zum Studium auch angeboten. Ich habe es mal wieder, weil ich zu 7000 andere Sachen schon studiert hatte, nicht mitmachen können, wollen, beides so ein bisschen und bereue es zutiefst, weil dann hätte ich es jetzt und dann wäre es praktisch, aber leider nicht. Ist, denke ich, die universellste und beste Möglichkeit, an Waldwissen für Führungen zu kommen, gleichzeitig die Qualifikation dazu zu kriegen und zum Beispiel beim niedersächsischen Waldpädagogik-Zertifikat bekommt man auch gleich noch ein bisschen Hilfe bei der anschließenden Kundenakquise, soll heißen, die vermitteln einen irgendwo hin, wo man Führungen anbieten kann, wo einem dann möglicherweise auch ein bisschen geholfen wird, überhaupt Leute zu kriegen, die an der Führung Interesse haben. So, und jetzt müssen wir noch mal kurz ums Thema Geld reden. Denn was einem klar sein sollte, kann man davon leben, wenn man jetzt nebenher so ein Waldpädagogik-Zertifikat gemacht hat, kann man damit das große Geld verdienen? Wahrscheinlich nicht. Also wenn ihr euch da richtig reinkniet, dann verdient er im Monat vielleicht 300 Euro, wenn es hochkommt. Ja, wenn alles super läuft und ja, vielleicht ein bisschen mehr, wenn ihr wirklich euch Mühe gibt. Wenn ihr euch richtig, richtig Mühe gibt, aber allein zum davon leben, wird nicht reichen. Man könnte einen Teilzeitjob noch ein bisschen aufmotzen, dass man dann von einem Teilzeitjob und eben diesem Waldführertum leben kann. Das könnte klappen. Machen wir mal ein bisschen was Konkretes. Also angenommen, ihr macht das nur zur Selbstverwirklichung und macht im Monat eine Führung zu von mir aus auch gerne wechselnden Themen. Im Winter wird es tendenziell eher schwierig, so eine Führung vollzukriegen. Dann sagen wir mal, man macht im Winter eine Führung und im Sommerhalbjahr nochmal 6 oder 7. Dann kommen wir auf insgesamt 8. Passt. So. Bei diesen Führungen sind so im Schnitt 10 Leute da, wenn man mal Glück hat, sind es mal 15, so im Regelfall. Es kann aber auch halt durchaus passieren, wenn das Wetter schlecht ist, dann melden sich spontan noch mal ein paar ab und dann steht man da mit 3 Hanseles oder mit 2 Hanseles, das ist alles schon da gewesen. Ich habe mich in diesem Bereich wirklich lange genug bewegt und umgeschaut, um da recht valide Zahlen, denke ich, zu haben. Ja, also gehe ich schwer von aus. Das kann in anderen Regionen vielleicht ein bisschen unterschiedlich sein, also bei uns im Schwarzwald kommt das so ganz gut hin. Und wir haben eigentlich eine recht stark besuchte Region, wo durchaus auch mal Touristen vorbeikommen und wo man auch Führungen mit fremden Leuten machen kann. Es ist nämlich gar nicht mal so oft so, selbst wenn man in einer touristisch attraktiven Region hockt, dass die Touristen, die da Urlaub machen, auf die Idee kommen, da jetzt noch eine Waldführung mitzumachen. Die machen also eher einen kleinen Anteil aus bei der Belegschaft, die einem auf so eine Führung mitgeht. Und dann sind es doch meistens eher Einheimische. Und die Einheimischen, die machen das dann 2-3 Mal. Da gibt es auch viele Wiederholungstäter, die da gerne mehrfach mitkommen. Das ist auch toll, wenn man Wiederholungstäter hat, absolut. Ja, ne? Aber 8 Führungen, durchschnittlich 10 Personen, die zahlen jedes Mal 10 Euro, sagen wir jetzt mal, dann hast du insgesamt 800 Euro Umsatz, da kommen dann natürlich noch Kosten dazu, du musst da jeweils hinfahren, du musst da vielleicht mehrfach hinfahren, um was vorzubereiten, dann sagen wir mal, das kostet 200-300 Euro fürs Jahr und dann hat man noch 500 Euro Gewinn gemacht und das ist natürlich ein schöner Urlaub, selbstverständlich und das ist auch was, was sich lohnt, aber viel mehr wird es wahrscheinlich nicht sein. Außer man steigert sich da richtig rein, versucht möglichst viele Führungen anzubieten, dann muss einem klar sein, dass man dann auch ein großes Einzugsgebiet braucht, also sprich ein großes Gebiet, in dem man Führungen anbietet. Man muss also mehr rumfahren in Bereichen, die voneinander wirklich so weit weg sind, dass da keiner extra mehr anreist aus dem anderen Bereich, um komplett neue Kundenbereiche sozusagen zu erschließen. Das kann man selbstverständlich auch noch machen, dafür muss man sich in der Region dann natürlich auch noch mal auskennen. Für mich beispielsweise ist das einfach. Ich kann in jedem beliebigen Wald Deutschlands jederzeit spontan was erzählen. Das kann jetzt vielleicht so ein normaler Ranger jetzt, Ranger nicht unbedingt, sondern so ein normaler Natur- und Landschaftsführer meinetwegen, kann das wahrscheinlich eher nicht, möchte ich jetzt mal vorsichtig unterstellen. Und daher muss man sich schon richtig ins Zeug legen, dass man dann noch mehr Führungen machen kann als eben die eben vorgeschriebene Menge. Und das macht auch kaum jemand, der irgendwie Schwarzwaldguide oder sowas ist. Ganz selten, dass die wirklich richtig viele Führungen machen. Theoretisch aber wie gesagt möglich. So, und dann haben wir gesagt, 10 Euro pro Person bei durchschnittlich 10 Personen. Das ist realistisch. Kann man da mehr Geld verlangen?
Das ist jetzt natürlich blöd, wenn ich jetzt Nein sage, weil ich verlange mehr Geld, aber meine Führung geht auch dreimal so lang wie so eine normale Waldführung und ich kann jede Frage fast, sagen wir mal, 98% aller Fragen so beantworten und kann das in nahezu jedem Wald machen und ja, habe, glaube ich, noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen als ja, ein Bankkaufmann, der nebenher Waldführung macht. Nicht, dass ein Bankkaufmann nicht nebenher Waldführung machen sollte, wenn man da Spaß dran hat, absolut, das kann ich total nachvollziehen, völlig. Nur, ja, das war einfach nur zur finanziellen Komponente nochmal so ein paar Worte. Nur damit jetzt auch vielleicht ein jüngerer Zuschauer nicht unbedingt jetzt denkt, das wäre ein krasses Berufsfeld für später. Der Ranger, müssen wir nochmal den Ranger hervorheben. Der Ranger ist ein Beruf. Ja? Als angestellter Ranger, davon kann man leben. Das ist gar kein Problem, das geht. Ja, und das wäre absolut eine Möglichkeit, wenn man gerne Spaß in der Natur haben möchte, mit der Natur haben möchte, diese weitervermitteln möchte, diese auch pflegen und hegen und an deren Erhalt mitarbeiten möchte, dann ist Ranger ganz, ganz, ganz was Tolles. Und darüber muss man sich auch im Klaren sein, was da eben der Unterschied ist. Ein Ranger macht auch Führungen, die ganzen anderen Sachen, die machen nur Führungen. Kann man aber nicht von leben, vom Ranger entsprechend schon. So, jetzt hatte ich eingangs ja spaßeshalber erwähnt, es gibt noch den Weg des Ben, um zu Waldführungen zu kommen. Ja, dafür muss man dann halt 7 Jahre studieren und 5 Jahre lang einen YouTube-Kanal betreiben, damit einen dann genügend Leute kennen und genügend Leute davon überzeugt sind, dass sich sogar eine weite Anreise lohnt, um eine Führung mit dem Ben machen zu können. Da bin ich momentan angekommen, möchte mich dafür sehr herzlich bedanken. Insbesondere an die Leute, die die Möglichkeit, mit mir eine Führung zu machen, schon mal wahrgenommen haben. Herzlichen Gruß an diejenigen, die jetzt bald noch eine Führung haben werden. Der Oktober ist voll, voll, voll. Und ja, in Anbetracht dessen, dass der Ring hier zwar noch vergleichsweise günstiger gewesen ist, aber der ganze Kram, der damit zusammenhängt, wie man sich so einen Ring zulegt, kostet Geld und da sind wir wirklich dankbar, dass wir die Hochzeitskasse quasi jetzt direkt wieder auffüllen können, dadurch, dass ich im Oktober jetzt doch so viel zu tun habe und so viel unterwegs bin. Also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank und selbstverständlich auch an die Leute, die nicht mit auf Führung gehen, fürs Video gucken. Auch damit verdiene ich ja inzwischen gutes Geld. Ich äußere mich da noch ein bisschen konkreter, aber es ist wirklich, wirklich ordentlich was zusammengekommen inzwischen. Das läuft. Das lohnt sich wirklich. Ja? Also es ist echt ein nennenswerter Beitrag. Also vielen herzlichen Dank fürs Werbung gucken. Und da ich jetzt gerade beim aus dem Nähkästchen plaudern schon bin, vielen, vielen lieben Dank für die Glückwünsche zur Hochzeit, auch im Namen meiner Frau. Sie wird sich da vielleicht, da gucke ich mal, ob sie Bock hat, wenn sie das nächste Mal ein bisschen präsenter vor der Kamera ist, ob sie sich auch nochmal persönlich bedanken möchte. Aber wir haben uns wirklich gefreut über die schiere Menge der Glückwünsche zur Hochzeit und mussten immer wieder ein bisschen schmunzeln, auch über die Kommentare, wo jemand schon vorher erraten hat, Urlaub, am Wochenende keine Zeit, verdächtig, huch, er hat plötzlich einen Ring am Finger. Also auch das war extrem unterhaltsam. Ja, also da freuen wir uns wirklich sehr für die vielen, vielen, vielen guten Wünsche diesbezüglich. Und wir sind jetzt ein Familienunternehmen. Sind wir wirklich. Gut, Familie zu zweit halt. Ja, abzuwarten, ob das sich mal eines Tages noch ändern wird. Aber zumindest sind wir mal ein Ehepaarunternehmen. Und das bedeutet, dass Evelyn auch tatsächlich häufiger mal bei den Videos was mithelfen wird. Vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant, welche Möglichkeiten es eben gibt, wenn ihr auch mal eine Waldführung machen wollt oder sowas. Und das wäre es gewesen. Ich bedanke mich herzlich und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß draußen und so weiter. Tschüss.